Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Glove Unboxing Serie. Ja, heute geht's wieder weiter. 10 Kisten, also 10 Clutch-Kisten habe ich am Start. Und mal sehen, was das Glück so bringt. So, sind denn die jetzt? Ich weiß es gerade auch nicht, die wievielte Folge das ist, beziehungsweise die wievielte... wie viele Kisten ich da jetzt schon aufgehebelt habe in dieser Serie. Jedenfalls ist es schon mehr als bei der Road to Knife Unboxing. Und ich hoffe zumindest, dass ich, wenn ich die Glove-Kisten oder Clutch-Kisten, egal, generell bei Kisten, wo ich einfach kein Knife ziehen kann, bin ich da ziemlich unlucky unterwegs. In dem Fall bei den Handschuhkisten. Und ich hoffe zumindest, dass ich Pink-Items ziehe. Also ich würde mich da auch schon drüber freuen. Früher ist es, hätte ich mich über ein Pink-Skin nicht gefreut. Hier würde ich mich über ein Pink-Skin tatsächlich freuen. Beziehungsweise die AWP, die ist sowieso was wert. Die USBS, die geht auch gut weg. Und ja. Aber hier bin ich unlucky am Bienen. Aber andere Sache, also gestern war ja das Update mit der Trade-Sperre bei jedem Skin. Für 7 Tage. Und da gibt's vielleicht einige Fragen oder keine Ahnung. Da wollte ich mal eure Meinung wissen, beziehungsweise könnt ihr mir sie mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das Ganze jetzt momentan, ja, es ist scheiße. Und das ist auch scheiße. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf längere Zeit so bleiben wird. Es wird jetzt vielleicht, sage ich mal, 2-3 Wochen so sein. Dann wird das gepatcht auf, wird vielleicht wieder weggepatcht komplett oder dann auf 24 oder 48 Stunden reduziert. Aber dass das jetzt bei einer Woche bleiben wird, kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste ich geben, glaube ich, selber auch ficken. Wenn er das so machen würde. Ach komm jetzt, wie oft geht die AWP jetzt noch vorbei? Dann ziehe ich trotzdem immer wieder nur die Bison. Also läuft bis jetzt... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe da irgendwie eine Kiste zu viel. Glaube ich. Aber da hat der Sandro ja eigentlich auch ein gutes Video dazu gemacht. Ich war ja auch am überlegen, ob ich dazu ein Video machen soll, ob ich da meine Meinung dazu sagen soll oder so. Aber Sandro, also Biber, hat da eigentlich alles gesagt, was es zum Sagen gibt und mir sozusagen auch die Wörter aus dem Mund genommen. Der, ich bin kein Fan vom Revolver. Und falls ihr das Video von ihm noch nicht gesehen habt, würde ich euch das empfehlen. Hey, was ist das? Ich ziehe hier wieder den Rand des Grauen. Jo. Wahrscheinlich ist die eine Kiste, die ich dann nicht aufhebel, die eine nice Kiste. Das ist immer so bei mir. Komm doch. Und kann sein, dass sich vielleicht meine Stimme jetzt etwas anders anhört als sonst, aber ich war die Woche krank. Bin jetzt noch verkühlt, aber sonst geht es mir eigentlich wieder besser. Außer... Oh mein Gott. Ein Snapback sogar. Okay, die Condition ist jetzt nicht so nice, aber... Die AWP in Snapback, die kann... Da gucken wir... Nee, falsch. Da gucken wir uns gleich mal den Preis an. Oh mein Gott, mein Herz geht gerade steil, Jungs. Es geht gerade echt steil. 36, ach, na, sagen wir es mal um die 30 Euro momentan. Oh, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die letzte Kiste mich da noch so rausholt. Würde ich sogar sagen, overall jetzt Profit. Hatte ich schon lange nicht mehr, glaube ich. Außer letztens bei der Pin-Opening-Folge. Oh, da bin ich ja gleich hyped. Ich glaube, dann, Bruder, nehme ich gleich noch eine Folge im Vorhinein auf für nächste Woche, wenn es gerade so läuft. Ja, was ich noch sagen wollte zu den Updates, ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt ein paar Preise fallen werden, wegen der Panic Selling halt. Und ich werde nichts verkaufen, so wie Sandro auch. Also
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier auf lange Zeit so bleiben wird. Es kann passieren, dass jetzt, sage ich mal, 3-4 Wochen bleibt das so, viele Leute verkaufen jetzt die Skins, weil die halt Angst haben, dass die den Preis noch weiter fallen. Dadurch fallen halt jetzt die Preise etwas. Und ja, auf lange Zeit gesehen, meiner Meinung nach fickt sich Gabe damit dann selber, wenn er das wirklich so lassen würde. Weil er verdient ja mit jedem Verkauf am Community-Markt und er will ja auch die Preise oben halten, desto wertvoller die Skins halt sind, beziehungsweise desto mehr sie kosten, desto mehr verdient Gabe ja auch mit. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich der halt sozusagen selbst ficken will, weil jeder weiß, Gabe ist ein fetter, geiler, geldgeiler Hurensohn. Und jo, also vielleicht werde ich da jetzt auch ein paar Investments tätigen. Es ist etwas krass gesagt. Nee, aber wenn die Preise jetzt wirklich, sage ich mal, fallen werden, kann es sein, dass ich mir da vielleicht einen oder anderen Knife vielleicht noch zulegen werde sogar. Weil ich gehe davon aus, dass das, wie gesagt, in einem Monat dann wieder sich normalisieren wird, beziehungsweise dass die Preise dann wieder steigen und dann kann man da ja eigentlich auch easy, beziehungsweise easy, je nachdem, etwas Profit machen. Aber das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Bin eigentlich ziemlich hyped, dass ich hier jetzt mal eben rum. Da, jetzt sind sie da. War eigentlich, also finde ich krass, die AWP, die hat mir sozusagen diese Folge nochmal den Arsch gerettet. Und ja, dann werde ich gleich wirklich noch die nächste Folge vorproduzieren. Könnt ihr mir gleich Glück wünschen für die nächste Folge. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um keine Video mehr zu verpassen. Beziehungsweise werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Dann was gibt es noch zu sagen? Es läuft momentan noch ein Giveaway mit 3 M4 A1 mit Mecha Industries. Da gibt es ein Video dazu, das werde ich euch noch in der Infobox verlinken, falls jemand noch Bock drauf hat, beziehungsweise da noch nicht teilnimmt. Und worüber ich mich auch noch freuen würde, ist, wenn ihr meine Videos teilt oder euren Freunden da mal so meint, yo, gibt ihr den Boy, der ist nice, abonniert ihn mal. Würde mich freuen jetzt, weil ich bin irgendwie geil, ist auf die 100 Kabos. Ich hab Bock drauf. Dann würde ich mich über den Support auch freuen und dann sage ich immer noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.